Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier auf Cascadia in einem geheimen Labor, haben hier die letzte, wie ich glaube, die letzte Wissenschaftswaffe gefunden. Wir schauen uns unser Tagebuch mal an und ja, es war die letzte Wissenschaftswaffe. Jetzt geht es zum Schlachthof Clive. Endlich haben wir da einen Ausweis bekommen, mit dem wir uns reinschleichen können mit unserem Holomantel. Den Schlüssel haben wir uns vorher schon von einer der Wachen besorgt. Gestibitzt haben wir ihn. Und der Schlachthof Clive ist jetzt, denke ich mal, unsere letzte Aufgabe hier auf Monarch und wird unseren Ruf bei Sublight etwas verbessern. Dank des Mangels an Saltuna-Alternativen auf Monarch konnte Clive Lumberg mit der Führung der letzten verbleibenden Borstfabrik auf dem Planeten einen Mordsgewinn erzielen. Sublight möchte den Profit des selbsternannten Borstkönigs von Monarch für sich selbst beanspruchen und hat dich angeheuert, ihn loszuwerden. Kümmere dich also um Clive. Begib dich zu Clive Lumbergs Büro in der C&P-Fabrik und schaff ihn für Sublight aus dem Weg. Alternativ kannst du in der Fabrik nach einem Weg suchen, um Clives Fabrik zu sabotieren. Catherine schlägt vor, den Zystenschwein-Nahrungsvorrat, die Konservenmaschine oder die Finanzübersicht genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich denke, letzteres wäre noch das Beste. Oder die Konservenmaschine könnte auch klappen. Aber damit würden wir ja auch wieder Menschen verletzen wahrscheinlich. Oder, ja, ein bisschen schon wahrscheinlich. Zystenschwein, Nahrungsvorrat, damit würden wir den Zystenschwein nicht gut tun. Die Konservenmaschine, wahrscheinlich würden dann Menschen auf ihre Konserven warten. Die Finanzübersicht, naja, da geht jemand pleite, dann wäre das noch das Beste. Clive töten werden wir auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Da geht es jetzt hin, wir werden nicht laufen, wir werden mit unserem Raumschiff fliegen. Ist fast sowas wie eine Schnellreise, finde ich. Wow. Alles gut. Wir haben uns nur ein bisschen verknackst. Es geht noch. Und hier können wir gleich raus. Ihr seid tot. Okay. Dann bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe mich schon gefragt, wie sie überhaupt darauf gekommen sind. Oh nein, sie fallen immer noch. Ja, das wäre es jetzt gewesen, oder? Wenn man jetzt im Hardcore-Modus hier spielen würde oder Albtraum-Modus, dann wären die beiden jetzt hinüber. Dann würde man die nächsten Begleiter holen, die könnte man alle in das Loch werfen. Fallen lassen. Ah, das seid ihr wieder. Ihr habt euch wieder erholt. Ja, das ist gut. Hier hat doch wieder jemand was reingesteckt. Da müssen wir doch hier diese... Moment, diese Waffe mal... Die auch nicht. Diese hier mal ausprobieren. Ja, hier ist aber kein Plünderer oder sowas in der Nähe. Ah, wir waren vor kurzem erst hier. You sure we ought to go this way, Captain? So weit kommt die. Hat keine Ahnung, woher das Ding kam. Also wir müssen das schon an einem Menschen ausprobieren. Es ist diese Idee mit den Wissenschaftswaffen an dieser Stelle, kann ich das mal ganz kurz sagen, wie ich das so empfinde. Es ist eine sehr witzige und gute Idee. Allerdings sind die Kämpfe so schnell, dass man da kaum was mitbekommt davon. Ist nur so... Das, was mir jetzt so aufgefallen ist an der ganzen Geschichte. Der Schrumpfstrahler zum Beispiel. Ja, ich glaube, das funktioniert schon, aber so richtig habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Vielleicht müssten wir den ein bisschen tüfteln, ein bisschen verbessern. Oh, das können wir jetzt sowieso gleich mal machen. Unsere Wissenschaftswaffen mal ausprobieren und etwas verbessern. I'm real sorry about your friends, Nyoka. Ain't no one deserves to go like that. Certainly not folks just trying to get by. Thanks for saying that. You know, after seeing so many people get chomped, trip into sulfur pools, shot by marauders, I always figured we'd die young. But just because you expect it doesn't make it any easier. Oh, shit. Next chance we get, I'm buying you a Spectrum bottle, so we can proper drown this melancholy. Oh, I didn't get a chance to try Spectrum when we went out drinking. Is it any good?
It is, without a doubt, the worst, most foul liquid mankind has ever had the misfortune to invent. You'll love it. Und ja, dann ist mir noch etwas aufgefallen. Auch die Idee mit den Schwächen und den Phobien finde ich sehr, sehr gut. Allerdings habe ich davon auch nicht so wirklich was gespürt. Also, man hat ja auch keinen Vergleich. Tatsächlich, ist das so? Hast du uns nicht so schnell zurückerwartet? Ja, allerdings hat man ja auch keinen direkten Vergleich. Also kann man jetzt auch nicht sagen, wie es damit aussieht, mit diesen Phobien und Schwächen. Also, gute Idee auf jeden Fall, aber zu spüren ist zu wenig, nochmal. Für mich zumindest. Und vielleicht sind wir auch einfach zu gut. Oh Mann, das hätten wir nicht machen sollen, so viel. Das reicht. Mhm. Unsere Waffen? Das ist auch alles zu teuer, die jetzt zu erforschen, weiter daran zu tüfteln. Das hat ja gar nicht so viel jetzt gebracht, oder? Schaden 55 richtet sie jetzt an. Das ist jetzt auch nicht wirklich so der Hammer. Da sollten wir lieber an unserem Langgewehr hier noch ein bisschen tüfteln, aber so viele Pits, wie das kostet. Ja, einmal wenigstens. Ja, toll. Juhu heißt das. Yippie, 10.000 Pits haben wir nur noch. Haben wir das immer noch ausgerüstet? Wir haben es doch vorhin gesehen und dann haben wir uns nicht mal umgezogen. So wird's sein. Wir waren zu schnell auf Monarch und deswegen sind wir vielleicht zu hoch geskillt. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. Ja, wir machen das jetzt andersrum. Ich sagte, wir fliegen nachher nach Stellar Bay. Wen nehmen wir denn hier mit? Und außerdem ziehen wir uns jetzt erstmal um. Endlich. So muss das sein hier, wenn wir einkaufen gehen. Da haben wir doch wieder was gefunden. Kleidung, Technik 5. Und das hier brauchen wir doch auch nicht. Schleichen 5. Da haben wir doch unsere Kappe hier. Die wiegt doch gar nichts. Das hier wiegt noch 50 Gramm. Und das hier wiegt gar nichts. Schloss knacken und schleichen. Schwuppdiwupp. Rein damit. Rein. Und rein und schleichen rein. Wollen wir nicht mal was verkaufen? Wir können uns doch eh von nichts trennen, das brauchen wir gar nicht zu versuchen. Dann sagen wir wieder, oh hier, das Zystenschweinhufdingen, das müssen wir aber behalten. Wir haben oben noch eine Kiste jetzt bei Sam im Quartier gefunden. Da könnten wir eigentlich mal drauf zugreifen, was reinlegen. Noch, aber im Moment müssen wir das gar nicht. Komm, du kommst mal mit, Ellie. New Yorker brauchen wir jetzt nicht. Handel betreiben. Und Parvati, du möchtest dir das bestimmt auch mal ganz gerne anschauen. Wir gehen hier in Stellar Bay nur ganz schnell mal gucken, ob es interessante Kleidung für uns gibt. Wie, funktioniert nicht? Was mache ich denn hier immer? Ja, was soll ich sagen? Das sind so die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Aber noch mehr wäre wahrscheinlich zu futuristisch. Wenn die Waffen jetzt noch mehr Schaden anrichten würden oder noch mehr Änderungen vornehmen würden. Okay, das mit dem Fliegen, das haben wir gemerkt. Das mit dem Fliegen, ganz klar. Das hat funktioniert. Wo ist denn unser Schalter? Hier. Grimm! You think maybe you could get some of your friends to land here too? Gets real quiet.
Ja, langweilig, na gut. If I never smell another raft, it'll be too soon. Hey, Huxley. Weren't you a Sawbones? Figured you ought to have smelled worse. Sure, but those things reek like bad cologne. It's different. I'm with you there. At least humans have the courtesy to wait a while before their bodies start to stink. Most of them. Do your part to support the local economy? Laws know we need it. What can I get you? Ich würde gern sehen, was du da hast. If you don't see it, I don't got it. Don't go asking for the special reserve. Waffen sind bei ihr jetzt nicht ganz so interessant, für mich zumindest, aber die Kleidung hier ist interessant. Einhand-Nahkampfwaffen und das Ding wiegt nichts. Schlossknacken plus 5 haben wir schon. Nahkampfwaffenfertigkeiten, Tech-Fertigkeiten plus 5 und Tech-Fertigkeiten plus 5. Das brauchen wir also alles nicht. Das hier nehmen wir, glaube ich, mal mit. Das hatten wir noch nicht. Einhand-Nahkampfwaffen für unterwegs. Kann man immer im Inventar haben, sowas. Gut, Schlossknacken, wie gesagt, das haben wir schon. Das war's eigentlich schon. Ah, die Telleritos nehmen wir noch mit. Rucksack wieder. Ah, wir haben genug. Wir haben von allen Modifikationen wenigstens eine jetzt. Ja, dann. Das war's ja schon. Wie läuft es hier eigentlich, wo wir gerade mal hier sind? Wer weiß, wann wir nach Stella Bay nochmal kommen hier. Wir sprechen mal hier mit dem Oberchief Commander. Na, Graham? Ach, Quatsch, Graham nicht. Sanja, genau der andere. Hey, Celia. Hm? Oh, the data on that cartridge was even more damning than I could have hoped. And to have something on UDL of all the corporations. You've given us quite the advantage. Anyway... What can I do for you? Wie läuft es dieser Tage auf Stella Bay? Naja, das haben wir schon gefragt, da wird wohl nichts Neues kommen. Quite well, as a matter of fact. Zora is proving most capable. You should see the way she pounds the table and gets straight to the point. Das kennen wir, das kennen wir, das kennen wir. Entschuldigung, ich unterbreche dich mal. What can I do? Wir sind weg. Oh, da ist nichts Neues passiert hier also. Wie gut, dass wir nicht pumpen müssen, um hier raufzukommen. Was nehmen wir denn in diese Schweinefabrik mit? Haben wir die Spezialwaffen hier abgelagert? Ja. Den Hammer würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Aber alle Gegner, die wir damit angreifen, haben ja Helme auf. Da sieht man das ja nicht, wie die sich verändern. Den Schrumpfstrahler. Egal. Los geht's. Auf nach. So then I told him. Oh. Ha ha ha. That tickles. How odd. No. Don't desist. I think I might like it. Further data collection is required for accurate assessment. Alles in Ordnung hier? Ach so, Sam. Sam ist gerade am Putzen hier. Das gefällt. Das gefällt Ada. Das finde ich gut. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Ja, da ganz klar nehmen wir New Yorker mit. Und Parvati auch. Die könnte hilfreich sein, ja. Ja.
Wie steht's nochmal um unseren Ruf auf der Groundbreaker? Ich hab schon wieder vergessen. Hundert, gut. Da könnten wir eigentlich dann unsere ganzen Sachen mal verkaufen, zum Beispiel. Ah, sie hat einen Vorteilspunkt erhalten. Wie hat sie das denn geschafft? Ja, dann können wir uns doch mal einen hier aussuchen von den anderen. Ich wollte ja hier eigentlich die ganzen Vorteilspunkte draufgeben. Große Hände und ihre Spezialvorteile hier hinten. Lügen, Jäger, Kammerjäger. Aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu. Sonderkommando. Wenn der Begleiter seine Fähigkeit einsetzt, besteht die Chance, dass die Abklingzeit dafür sofort komplett zurückgesetzt wird. Ja, wir müssen von ihr eine Spezialfähigkeit nehmen, schon hinten. Oh, Steinbrecher erhöht den Schaden, den der Begleiter mit seiner Fähigkeit verursacht. Das wäre auch gut. Und Jazzhände. Der Begleiter wechselt Waffen schneller und lädt schneller nach. Kammerjäger. New Yorker verursacht zusätzlichen Schaden an Tieren. Jäger. Die Geräusche deiner Schritte werden nicht mehr so weit übertragen, wenn New Yorker in der Gruppe ist. Das ist gut. Und Bonusunterstützung. Lügen. Deine Lügenfertigkeit wird erhöht, wenn New Yorker in der Gruppe ist. Oh, Schaden kann es ja nicht, aber das hier ist, glaube ich, noch am sinnvollsten. Was haben wir auf Grad 4? Anhaltender Donner. Wenn der Begleiter einen Gegner tötet, besteht die Chance, dass die Abklingzeit seiner Fähigkeit sofort komplett zurückgesetzt wird. Nur eine Fleischwunde. Der Begleiter wird negative Statuseffekte schneller wieder los. Und Showtime. Der Begleiter verursacht kurzzeitig mehr Schaden, wenn er seine Fähigkeit eingesetzt hat. Ja, dann können wir uns hier auch den Grad 5, den wir jetzt freigeschaltet haben, damit angucken. Also irgendwie bekommt New Yorker Punkte, wahrscheinlich indem sie selber mehr macht und tötet. Wir bekommen dann auch Punkte, eigentlich brauchten wir dann gar nichts mehr zu machen und nur noch unsere Begleiter schießen zu lassen. Grad 5 auf jeden Fall, langer Winter. Kampfeffekte, die durch die Fähigkeit des Begleiters ausgelöst werden, halten länger an. Und standhaft. Wenn der Begleiter Schaden erleidet, erhöht sich sein Rüstungswert kurzzeitig. Dieser Effekt kann bis zu 3-mal gestapelt werden. Zweite Luft. Wenn der Begleiter im Kampf zu Boden geht, regeneriert er etwas Leben und kämpft dann weiter. Dieser Effekt hat eine lange Abklingzeit. Joa, so oft geht sie ja nicht zu Boden. Vielleicht sparen wir uns den letzten Vorteilspunkt auf. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal hier ihren Lügenbonus. Also sparen wir uns das auf. Anwenden. Ah, oh, hier haben wir ja noch alle 5. Warum hat sie denn 5? Und nicht 4? Wo hat sie denn den 5. her? Sie hat doch gar nicht so viel gemacht jetzt unterwegs. Das gucken wir uns aber ein andermal an. Das würde jetzt doch den zeitlichen Rahmen dieser Folge sprengen. Wir wollen da noch zu der Wurstfabrik einmal. Zur Fabrik. Und dafür können wir uns gleich umziehen. Wir werden es aber, glaube ich, nur noch rausschaffen. Vors Tor. Und dann sind wir schon am Ende der Folge. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.